Kommen wir zum nächsten Thema. Und bevor das Jahr, alte Jahr aufhört und das neue beginnt mit neuen Kosten, Kosten, Kosten. Also ich bin schon mal gespannt, ne? Mein Vater noch vor dem Versterben im eigenen Haus. Ja, wer kümmert sich dann um meine Erbschaft, um meine historische Luftfahrtsammlung, mein Museum, wenn ich nicht mehr da bin? Also ich bin mal gespannt, wie das Hartz-IV-Penner-Konzept Made in Germany dann ausgeht. Mit dem Hartz-IV-Penner, der dann Hausverwalter spielen soll, der schon so genervt ist und gelangweilt von deutscher Formularspolitik und lauter Ämtern und Verwaltern und Ämtern und Verwaltern. Also die Kostenlawine wird immer höher. Also ich kann die Witwe verstehen, dass der Druck auf der Brust immer größer wird, weil man sich um immer mehr Dinge kümmern muss mit der kleineren Witwenrente, die ja selber auch schon beschissen wurde im Leben mit ihrer Riester-Rente, wie es damals hieß, jetzt fleißig Riester-Rente abschließen und hinterher hieß es ja, wird jetzt doppelt besteuert. Da bleibt sowieso nicht viel übrig von dem, was sie da reingeschossen haben in die Riester-Rente. Also wie gesagt, Politics ist sich bescheißen lassen von morgens bis abends. Ich weiß nicht, wie es die Neureichen hier machen in der ganzen Siedlung. Ich weiß nicht, was die für Jobs haben, das kann es euch nicht sagen. Wie viele Tausende von Euros die verdienen. Jetzt muss ich das mal sagen, also ich bin im Haus, diesem Haus hier aufgewachsen. Also ich kenne noch die Zeiten, wo mir mein Vater erklärte, wie man den Heizkessel sauber macht. Das hat er dann teilweise selber gemacht, den Heizkessel gereinigt. Das war aber, soweit fern ich mich noch erinnern kann, zu meinen Kindeszeiten hat es der Kaminkehrer noch gemacht, dass der Heizungsanlage ausgeschaltet hat, bisschen gewartet hat, um dann den Heizkessel zu reinigen, ne? Also den Verbrennerkessel innen. Macht aber, glaube ich, auch kein Kaminkehrer heute mehr. Also ich gucke mir diese affigen YouTube-Videobeiträge da nur an. Ich kann eigentlich nur sagen, wenn da selber Kaminkehrer sagen, es ist teilweise auch ein fauler Beruf geworden, weil die machen wirklich nichts mehr. Komm rein, das dauert 5 Minuten. Gerade mal 5, maximal 10 Minuten. Puh, was angucken, irgendwie schnell eine Bürste da reinhauen in den Kamin, in den eines der Rohre, wo es angeblich irgendwie massenhaft rausdampfen soll. Wie gesagt, die Autokarre, die muss zum TÜV alle 2 Jahre, damit Abgase kontrolliert werden. Bei Heizungsanlagen ist es mindestens zweimal im Jahr, wenn nicht sogar dreimal. Also ich weiß nicht, was die da machen. Ich hätte auch gern mal so schnell Geld verdient. Also in 5 Minuten eine Rechnung von 85 Euro, die hätte ich auch gerne mal verdient. Dann noch ein bisschen plaudern, 5 Minuten, über das Dach vom Nachbarn unterhalten und dann 85 Euro kassieren. Also ich möchte es auch gerne mal verdienen in 5 bis 10 Minuten. 5 Minuten bisschen an der Wand kratzen, 5 Minuten Gespräch führen, um das Dach von Nachbar zu unterhalten und wer jetzt schuld ist, ob das jetzt bei Hausbau der Barbecue-Kamin draußen auf der Terrasse, ob es da schon falsch gelegt wurde oder ob der Nachbar in Grundsteuerformularspolitik da irgendwas umgebaut hat bei seinen Tausenden von Hausumbauten. Also wie gesagt, das Haus ist hier so seit Bau- und Grundbucheintrag, da wurde nichts geändert. Also wir sind nicht so eines der
Billionäre, die hier lauter Wände dichten lassen, Fenster rausreißen, Terrassen erweitern, Dachboden ausbauen, zweite Garage, Carports, Swimmingpools und was weiß ich nicht alles hier einbauen. Also es ist eigentlich alles so, wie es ist. Also ich, wie gesagt, ich kann mich da noch dran erinnern, dass früher Kaminkehrer schon ein bisschen mehr gemacht haben als 5 Minuten und ich weiß nicht, was da für lauter wie oft man da eine Feuerstättenschau machen muss und man fragt sich jetzt eigentlich, also ich verstehe es ja, dass man das ja alle 2 Jahre wird eine Heizungsanlage, wenn es nicht eine Wärmepumpe ist, mit Stroh, die mit Strom beheizt wird, ne, dann könnte das sowieso, braucht man das sowieso alles nicht mehr, dann ist es halt noch der Barbecue-Kamin, aber wir den Kamin draußen, ja, ein Kamin draußen, davon hast du im Winter nichts. Deswegen ist der Kamin eigentlich schon seit Jahren draußen auf der Terrasse, der ist, da ist ein Loch, aber es nutzt keiner. Warum dann der die Asche vom Nachbarn bei uns landet, ja, pff, ist doch nicht mein Problem. Also ich möchte mich als Hausbesitzer auch nicht mit lauter, wenn ich ein Hausbesitzer wäre, möchte ich ein alleinstehendes Haus haben. Ich möchte mich da nicht mit irgendwelchen Nachbarn rumstreiten, die da irgendwelche Umbauarbeiten gemacht haben und wer ist jetzt schuld, der eine oder der andere oder bla bla bla. Also ich will auch nicht die Kosten mittragen für irgendwelche anderen. Aber ich finde so, man merkt schon, also wenn das da auf YouTube steht, ja, so das sind so um die 45, 50 Euro pro Kaminkehrervisite. Also die Preise, die steigen auch. Also jetzt sind wir schon bei 180. Also ich bin mir sicher, es dauert nicht lang, dann sind es halt 220, 250 Euro pro Jahr. Dann ist es auch teurer geworden, ne, ne. Steigungskurve von am besten 90 Grad, ne? Also so eine Steigungskurve, das wäre doch gut, ne? In unserem völlig verblödeten Formulargeistig-Zeitalter, dann wird es halt noch teurer. Der Hartz-IVer guckt sich das alles an und denkt sich, Mensch, was macht ihr da? Ihr macht doch alle nichts mehr. Also wie verdient ihr eigentlich alle euer Geld? Nur noch mit Papier. Papier. Also ich meine, ich habe mich ehrlich gesagt keine Lust, mich als Hartz-IVer ständig nur noch mit Papieren zu beschäftigen, wegen so einem Haus. Lauter Kosten. Also ich habe schon verstanden, ne? Der Hartz-IVer, die lachen schon alle. Ne? Die warten schon alle drauf, bis der Hartz-IVer gehen darf aus dem eigenen Erbschaftshaus. Ne? Und dann zusehen kann, wie er mit seinem Pennergehalt noch irgendwie zurechtkommt. Mal ganz im Ernst, also ich gucke mir das alles an, ich check das alles, das bleibt alles in meinem Hirn gespeichert. Ich gucke mir diesen ganzen Laden an und sag mir, läuft scheiße. Also Vater gestorben, gut, die Witwenrente bleibt noch. Das hat am Anfang noch, geht's noch, aber es wird immer, ne, immer noch ein Tick, kommt immer noch eins drauf und dann kommt noch eine Autoreparatur und dann kommt, muss noch eine Batterie ausgetauscht werden. Dann schaue ich mir an, ja, habt ihr wenigstens mal irgendwie bei eurer 500 Euro Karre, Auto, deutsche Autokarre-Inspektion, habt ihr wenigstens mal Scheibenwischerwasser aufgefüllt oder nee, leer, ne, gut, dann fülle ich da Scheibenwischerwasser rein irgendwie und sag mir, ja, ey, bei einer 500 Euro Jahresinspektion für ein Auto, da können die nicht mal schauen, ob da ein bisschen Scheibenwischerwasser drin ist, auch nicht, hm? Dann sehe ich, wurde die Batterie ausgetauscht, gucke ich mir die Batterie an, ja, dann haben sie die Batterie nochmal knapp 300 Euro, haben sie vergessen, die Verdeckhauben da drauf zu setzen auf die Autobatterie, damit die Kontakte da nicht im Regen stehen. Weil dafür sind ja die Kappen da, oder nicht?
weil da noch irgendwelche Widerstände da dran klemmen, damit dann irgendwas über die internen Elektronik dann noch gemessen werden kann. Also es ist ja nicht so wie früher der Autobatterie, dass da einfach nur zwei Klemmen dran sind. Da sind ja noch ein paar andere elektronische Sensoren dran geklemmt worden. Ne? Deswegen sind da die Abdeckhauben drauf, die Plastik, damit das geschützt bleibt. Ne? Auch nicht. Also ist auch schlampig gemacht. Also ich gucke mir einen schlampig nach dem anderen an und ich frage mich langsam, ob es nicht langsam Zeit wird zu gehen. Ne? Also generell aus Deutschland. Weil man hat diesen ganzen deutsche Lieblingsbeschäftigung. Regeln. Eine Regel nach der anderen. Das Grundsteuerformular kommt. Ist auch noch nicht gegessen, das Thema. Das einfache Kreuzchen im Grundsteuerformular. Es ist alles genauso geblieben wie laut Grundbucheintrag. Kreuzchen, Unterschrift, fertig. Nein, man hat keine Lust, sich hunderte von Stunden sich damit zu beschäftigen. Oder man zahlt einen Steuerberater noch für 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, der es für einen macht. Nee, man hat wirklich keine Lust mehr.